Refrain noch mal da. Na, 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 na. In Detroit. Herzlich willkommen im Jahr 2015 und herzlich willkommen bei der Weltneuheit von Mercedes. Das ist das GLE Coupé. Und dieses Auto kommt einem irgendwie bekannt vor. Ein SUV Coupé, das gab es doch schon mal, richtig, bei BMW. Und zwar den X6. Mercedes wäre aber nicht Mercedes, wenn sie es nicht gleich richtig machen würden. Sie haben nämlich nicht nur das GLE Coupé mitgebracht, sondern auch gleich noch die AMG-Version. Und die hat bis zu 585 PS. Nicht ganz von ungefähr, genau 10 PS mehr als ein BMW X6M. Also der Konkurrent ist klar. Von außen haben wir ihn schon gesehen, hat Mercedes ja in den letzten Wochen schon ein bisschen was preisgegeben, aber drin saßen wir noch nicht. Im Innenraum angekommen, muss man sagen, das sieht schon alles ganz schön schick aus hier, aber wir sind ja auch in der AMG-Version, das heißt, wird mit Carbon und ein bisschen mehr Alu gearbeitet, also viel Bling Bling. Trotzdem, das GLE Coupé sieht vom Grundsatz her schon so aus, das heißt, wir haben dieses neue Bedienelement, das kennen wir schon aus der C-Klasse mit dem Touchpad. Und was mir ganz gut gefällt, der eigentlich freistehende Monitor, der ist hier so ein bisschen in den Armaturenträger mit eingearbeitet. Sieht ganz schick aus, wie ich finde. Ansonsten muss man sagen, eigentlich die Knöpfe bekannt, typisch Mercedes und genauso, wie man es erwartet. Kommen wir zum Ende nochmal zu dem Thema Zahlen, Fakten, Daten. Das hier ist die S-Version. Das steht in diesem Fall quasi für Spitze, denn das ist die Leistungsspitze mit 585 PS. Der geht übrigens von 0 auf 100 in sage und schreibe 4,2 Sekunden. Es gibt den gleichen Motor aber auch noch mit 557 PS. Darunter gibt es zwei Benziner mit 357 und 333 PS. Und den Einstieg, den bildet ein Diesel mit 258 PS. Der wird dann so wahrscheinlich so knapp unter 70.000 Euro starten. Was gibt sonst noch Neues? Zum allerersten Mal kann man eine 9-Gang-Automatik bestellen und man kann hier schon mal sehen, das wird das Gesicht der neuen M-Klasse sein. Die wird dann allerdings GLE heißen. Also ein kleiner Abschiedsgruß aus Detroit. Das ML Facelift, das werden wir dann in New York sehen.